Einen wunderschönen guten Morgen. Es wurde langsam heiß in der Sonne. Ich bin immer noch auf meinem schicken Turm hier und packe jetzt gleich zusammen. Und dann machen wir uns auf durch Siegen, werden da irgendwie beim Bäcker einen Rast machen und dann geht's auf nach Murdersbach. Hier ist jetzt die Entscheidung, ob man direkt da geht und nach Siegen kommt oder ihr seht da auf dem Hang einen Ausläufer von Siegen und der ist nur auf dem Hang. Und das, was ich mir überlegt hatte, ist nämlich jetzt zur anderen Seite zu gehen und einen Bogen durch das Tal hinter diesem bebauten Rücken zu sehen, gehen. Und man kommt dann ungefähr an eine Stelle, wo es egal ist, ob ich direkt hier rum oder halt den Bogen mache. Man muss nachher ein Stück durch Siegen zu Fuß durchgehen. Das geht nicht anders. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, wie die Nacht war, ne? Sie war hart und kühl. Hart, direkt im doppelten Sinne des Wortes. Und zwar, ich habe ja auf dieser, ich weiß nicht, 1 Zentimeter dicken Faltisomatte gelegen. Also damit auf einer Stahlplatte zu nächtigen ist, als Rückenschläfer geht's wahrscheinlich, als Seitenschläfer ist das schon eine ziemliche Tortur. Und kühl war es auch, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Die Temperaturen werden irgendwie so 12 Grad, 11 Grad gewesen sein. Ja, klar, Turm ist windig, aber ich hatte einen Biwaksack und es ging so gerade eben. Also die Wärmeleistung von dem Schlafsack, da werde ich in einem Review was zu sagen. Das war jetzt Zufall, habe ich bei der Planung gar nicht drauf geachtet, aber traf sich sehr gut. Direkt hier an dem Weg, den ich mir ausgesucht habe, kommt man an einem Rewe vorbei. Also das ist hier gerade mal 20 Meter vom Siedlungsrand. Ja, mal ganz ehrlich, der Weg hier ist nett. Wir sind im unvermeidlichen Teil und zwar auf dem Weg zum Siegener Hauptbahnhof. Man hätte Siegen natürlich irgendwo in der Peripherie umrunden können, aber erinnert euch dran, ne? Der Natursteig Sieg, das ist ja zwingende Voraussetzung, beginnt und endet seine Etappen an einem Bahnhof. Ja, nicht an der Bushaltestelle oder sonst irgendwas, an einem Bahnhof. Und deswegen müssen wir zum Siegener Bahnhof und der liegt nun mal leider mitten in Siegen. Geht nicht anders. Man wird mitten durch die Einkaufszone geleitet und jetzt gleich kommen wir an die Sieg. Man verliert dabei übrigens echt bitter an Höhenmetern, das ist echt krass. Doch hier kann man sehen, dass zu der Sieg ein ganz schönes Stück wieder hinzugekommen ist. Aber noch ist sie nicht besonders tief. Siegen Hauptbahnhof. Ab hier startet jetzt der Teil der Strecke, der später wohl einmal, wenn es realisiert wird, offiziell ausgeschildert wird. Und ich werde heute mit euch einen Weg gehen, von dem ich zu 99% sicher bin, dass er so gut wie deckungsgleich ist mit dem, was später gemacht wird. Wir passieren das technische Berufskolleg mit einer imposanten Dampfmaschine. Der Weg raus aus Siegen ist wesentlich kürzer als der Weg rein. Und wir sind jetzt hier gerade auf einem Teilstück des Fernwanderweges E1 und des Lenne-Sieg-Wegs.
Und nach etwa einem Kilometer haben wir den Wald erreicht. Die Gegend scheint für Mountainbiker sehr beliebt zu sein. Ich werde hier im Moment andauernd von Trupps überholt. Scheint auch quer in den Hängen irgendwelche richtigen Abfahrttrails zu geben. Und das ist der Trailhead für die Mountainbiker, weil ich weiß nicht, ob ich es gefilmt habe, aber hier sind wir vorbeigekommen. Da war auch eine Station, wo man Schläuche aus so einem Automaten wie sonst Zigaretten ziehen kann und eine Pumpe und ich glaube auch Werkzeug. Das Oberschelten, wo wir quer durchgehen. Da sieht man schon den schicken Gegenanstieg. Und auch durch Oberschleiden folgen wir einem Wanderweg. Ich habe vergessen, welcher das jetzt gerade hier ist. Und verlaufen. Also ich lerne mittlerweile die Vorzüge einer Wegmarkierung zu schätzen und sei es auch eine schlechte, weil man da viel eher merkt, dass man sich verläuft. Ich hatte vorhin noch auf die Karte geguckt und gesehen, jetzt geht es ewig lange geradeaus und ging jetzt auch, aber irgendwo muss ich eine Abzweigung übersehen haben. Ich muss jetzt über einen Kilometer zurück und ich bereue wirklich, dass ich meine GPS-Uhr hierfür nicht mitgenommen habe. Das ist echt dusselig. Tja, merkst du nichts dran? Weiter geht's. Ja, tatsächlich. Keine Ahnung, warum ich hier nicht auf die Karte geguckt habe. Wahrscheinlich war ich in Gedanken versunken. Und irgendwie sah das auch logischer aus, auf dem dicken Weg einfach weiter geradeaus zu gehen, während der hier nämlich gefühlt zur Seite abknickt. Egal. Wir sind am Uebach oder Übachtal. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Das hier soll einer der Highlights der Etappe sein. Tja, der Bachlauf ist vertrocknet. Da unten im Wald versteckt sich ein See. Puh.
und immer noch nicht oben. So, bei der Hitze sind solche Anstiege hier gerade echt ein Killer. Ich habe wieder eine Abzweigung verpasst. Ich wollte eigentlich euch mit über den Giebelsberg nehmen. Und jetzt ganz ehrlich, bei der ganzen Hitze, ich gehe das nicht mehr zurück und noch auf den Berg rauf. Ich werde jetzt gucken, dass ich hier vorne gleich zur Seite gehe und wieder auf den geplanten Weg. Und wir sind ja jetzt schon relativ nah am echten Natursteig-Sieg. Wir müssen nämlich noch zur Erzquelle kommen. Also über diese Markierung habe ich gerade länger nachdenken müssen. Es sind so bei der Hitze die Momente, wo man denkt, man wird gerade von seinem eigenen Verstand überholt. Das Blaue wäre ja schon der Natursteig-Sieg. Das Rote, und das stimmt auch, ist ein Erlebnisweg-Sieg. Und zwar sind wir auf dem Erzquellweg. Ich zeige euch jetzt hier vorne mal eine Karte, die das Ganze auch zeigt. Mudersbach, da habe ich euch damals begrüßt. Mariengrotte kommen wir noch hin, Erzquellstollen und hier geht der blaue Natursteig-Sieg weiter. Wir sind hier, also auch wenn das hier auf dem Giebelsberg heißt, irgendwas da vorne ist noch höher, wo ich euch jetzt nämlich nicht mit drauf genommen habe. Und wir sind jetzt auf dem Erzquellweg und werden dann hier an dieser Stelle den Natursteig-Sieg treffen. Wissen to go. Der Weg hier heißt Erzquellweg, also einmal wegen der Quelle, die Erzquelle, nach der auch das Bier benannt ist, was kurz vor Mudersbach gebraut wird, hatte ich euch ja gezeigt, als ich dran vorbeigegangen bin. Und die Quelle heißt natürlich wiederum so, weil hier tatsächlich Eisenerz geschürft worden ist und verhüttet worden ist zu Eisen. Und zwar schon vor sehr langer Zeit von den Kelten. Und hier entlang des Weges sind, ganz ehrlich, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber irgendwo hier sind historische Funde. Yay, ein blaues Schild. Das heißt, wir haben in diesem Moment den offiziellen Natursteig-Sieg. Bis Mudersbach sind es 4,1 Kilometer. Ich habe es geschafft. Ja, das bedeutet, ich habe jetzt die Sieg von der Quelle bis zur Mündung abgewandert. To go. Als die Mine sich nicht mehr für den Erzabbau eignete, war nicht mehr ertragreich genug, hatte man festgestellt, dass das Wasser sich aber sehr gut zum Brauen eignet, weil es tatsächlich sehr wenige Ionen enthält. Und die Brauerei hat dann ein 4 Kilometer langes Rohr gelegt bis zur Brauerei, um das Wasser dort zu nutzen. Übrigens, das ist nicht ganz so selbstverständlich, dass man das Wasser aus einem Stollen einfach so über lange Zeit gesundheitlich unbedenklich trinken kann, weil es nämlich durchaus sein kann, dass das durch Gesteinsarten durchläuft, die eben nicht ganz so gesunde Ionen freisetzen. Wir haben noch so ungefähr 3 Kilometer und die Mariengrotte kommt noch als Highlight. Aber ich fange schon mal an, diese beiden Tage Revue passieren zu lassen bzw. einzuordnen.
Der Natursteig Sieg soll ja verlängert werden von Modersbach bis Siegen. Ich habe heute ja ein bisschen mehr gemacht, ne, weil ich auf dem Turm vor Siegen gestartet bin. So, wie war die Strecke denn jetzt? Weil ich bin mir bis auf Kleinigkeiten doch relativ sicher, dass es sich um den geplanten Track handelt. Ja, da sind genau solche Sachen beschrieben worden mit der Erzquelle, mit dem Giebelsberg, mit den Erzkeltenweg. Und, ne, sodass das im Groben und Ganzen hinkommen müsste, auch der Übach und so. Der Weg heute hatte, wenn er es denn ist, für meinen Geschmack zu viele breite Wege. Das ist aber vielleicht hier in diesem Gebiet auch gar nicht anders machbar. Dafür hatte er, nicht ganz untypisch für den Natursteig, verflucht viele Höhenmeter, kann ich nur sagen. Also das ist echt brutal hier, dreimal auf die Berge hochgejagt zu werden. Und ich denke, dass es dem Natursteig-Sieg gut zu Gesicht steht, das mindestens bis Siegen zu verlängern. Und die Idee, den Rest als GPS-Track rauszugeben, finde ich auch sehr gut. Wenn einer der Planer das hier sieht, dann macht das Ganze doch auch als Verlängerung bis zur Mündung ebenfalls als GPS-Track. Das als kleiner Tipp, weil die Siegauen am Ende fand ich nämlich richtig schön, auch wenn ein Stück dazwischen an der Landstraße eine absolute Katastrophe war. Kommen wir zum Fazit zu Tag 1, also von der Quelle. Klar, ne, der Steig startet natürlich an der Quelle und wir müssen zum Hauptbahnhof Siegen. Die beiden Punkte sind fix, ne, dazwischen weiß ich nichts, meint sie sogar. Und ich habe mir halt überlegt, am Anfang hatte ich diesen Erlebnisweg, den fand ich ganz nett. Während des Gehens habe ich dann ja plötzlich einen nördlichen Sieghöhenweg gesehen und habe da spontan auch meine Planung geändert, weil ich mir das nämlich schon vorstellen kann, dass eine Natursteig-Siegverlängerung dann so einem doch ziemlich unbekannten nördlichen Sieghöhenweg am Anfang folgt. Es wäre dann auch sehr viel einfacher, dem weiter im Tal zu folgen. Ich hatte dort aber die Entscheidung getroffen, ich hatte das ja im Film schon begründet, dass der Wupperweg das auch macht, dass der so seine Stauseen an der Seite, jedenfalls ein paar davon, einsammelt und dachte mir, ach, ne, diese Idee könnte ja hier auch aufgegriffen werden. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass der See ein Trinkwassersee ist. Die haben ja immer das Problem, dass man sie nur von der Ferne sieht. Und ganz ehrlich, den Weg, den ich da mit euch gegangen bin, also wir haben den Weg von da aus, den See von da aus deshalb so gut gesehen, weil da Rodungen waren. Ja, wenn da alle Bäume gestanden hätten, die da stehen sollten, dann wäre das einfach nur ewig lange hoch mit geringer Aussicht und dann wieder runter. Da würde ich deswegen vermuten oder hoffen, ja, dass man diese Höhenmeter den Wanderern erspart. Den Rabenhainturm hatte ich dann auch auf der Karte gefunden, als ich reingezoomt habe. Ich bin ja ortsunkundig hier und dachte mir, oh, das ist nice. Ich hatte eigentlich zuerst vorgehabt, ne, dass man irgendwie so in der Nähe am Fuß übernachtet und habe dann spontan entschlossen, auch weil das Outdoor-Equipment mit dem Observer der Niederländer, den ich mit hatte, das hergab, habe mir einfach die erste Turmübernachtung meines Lebens gegönnt. Und das war auch nett. Hat übrigens tatsächlich Raben. Da habe ich nicht mehr auf Mikro gekriegt oder auf Film. Das fand ich auch ganz nett. Also der Turm da scheint seinen Namen nicht völlig umsonst zu tragen. Wenn man den Stausee weglässt, hätte das auch den Vorteil, dass man diese erste Etappe tatsächlich viel schneller wandern kann. Ihr habt das ja bei mir mitbekommen, das Problem mit dem Bus. Na, jetzt hoffe ich nicht, dass das Standard ist, dass da irgendwelche Schulklassen drin fahren und dass unmittelbar vor den Haltestellen da oben an der Siegquelle die Elektronik des Busses ausfällt. Da war auch plötzlich der Bildschirm und so war schwarz. Also dieses Zuweg da von 3 Kilometern oder so oder 2 Kilometern, die ich da hatte, da konnte ich nicht so wirklich drüber lachen bei dem Wetter. Es bleibt aber dabei, dass diese Siegquelle alles andere als
gut zu erreichen ist. Das mag natürlich jetzt jemand, der in Siegen wohnt oder so, ne? Ist auch klar, dass der Bus da fährt. Alle 2 Stunden ist ja auch nicht gar nicht schlecht, ja, für einen ländlichen Raum. Ist auch besser als, ne? Ist gar nicht gut zu erreichen. Wenn man aber von weiter anreist, ja, dann muss man im Hinterkopf haben, die meisten werden das komplette Siegtal mit der Bahn hochfahren müssen. Und das dauert. Also aus dem Grund würde ich mir wünschen, dass dieser GPS-Track tatsächlich überschaubar ist von der Länge an diesem Tag. Oder er müsste so lang gemacht werden, ne, dass man in einem dieser kleinen Zwischendörfer, Dolz, Feuerbach oder wie die alle hießen, dass man dort eine Zwischenrast einlegen muss. Das würde natürlich auch den örtlichen Tourismus fördern. Wie fand ich denn jetzt die letzten beiden Tage? Auch das lässt sich beantworten. Für den Natursteig Sieg würde ich sagen, handelt es sich hier eher um 2 schwächere Etappen. Das muss man so hart sagen. Für den Rothaarsteig, ja, den Vergleich kann man deswegen machen, weil die Siegquelle ja auf dem Rothaarsteig liegt. Am Rothaarsteig wäre ich um solche Etappen dankbar gewesen. Wir passieren übrigens gerade die Mariengrotte. Ich werde jetzt sie überwandern, weil ich die Bahn kriegen will. Wer genaueres zur Mariengrotte wissen will, guckt sich einfach den Tag 1 vom Natursteig Sieg an. Die Etappen waren also nicht schlecht, aber sie zählen jetzt auch nicht zu den Highlights in NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, was man so wandern kann. Ich denke, das beschreibt es ganz gut. Vorne ist der Bahnhof. Der Zug kommt in 5 Minuten. Prima. Ja, in Mudersbach angekommen. Was meint ihr zu dem Steig? Wie fandet ihr das, was wir da gemeinsam gewandert sind? Ich habe ja so ein durchwachsenes Fazit mit Luft nach oben, ne? Also eine Wanderempfehlung bekommt das, was ich gewandert bin, allerdings keine besonders starke. Das Highlight für mich auf der Tour waren 2 Sachen, und zwar die Siegquelle, die finde ich nämlich sehr schön, und der Rabenhain-Turm. Den fand ich auch ziemlich klasse mit seiner Aussicht. Ansonsten hat mich gefreut, wer bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.